Leute, was ist das denn, Alter? Ein Baumhaus oder was? Das Dekoblatt von Zelda? Yo, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hex Adventure. Ja, ich nehme jetzt gerade sehr spät auf, weil ich habe jetzt gerade erst Feierabend gehabt. Das ist richtig schlimm in letzter Zeit. Das ist einfach nur scheiße. Man geht im Dunkeln zur Arbeit und kommt dunkeln, also im Dunkeln nach Hause. Das ist richtig schlimm. Da ist das Zeitgefühl schon ein bisschen beeinträchtigt, sagen wir es mal. Ja, wir hatten gesagt, wir wollten in dieser Folge mal ein wenig tiefer in die Welt eingehen. Was wir dann jetzt auch gleich tun werden. Beziehungsweise gucken wir erstmal jetzt hier rein, was hier abgeht. Hat da bestimmt schon jemand gelootet hier, das Ganze? Mit Sicherheit. Oh lol, ich hasse es wirklich. Leute, ihr müsst es einfach sein lassen, ey. Warum muss es jetzt regnen, wenn ich aufnehme? Sagt mir das bitte. Falls ihr was wegen dem Stream wissen wollt, ich denke mal, heute wird das wieder nichts. Beziehungsweise weiß es eigentlich schon. Ich würde sagen, wir machen einen Stream am, ich sag mal jetzt ganz, ganz grob, Samstag oder Sonntag, allerspätestens Sonntag. Weil ich weiß nicht, wie lange ich Samstag arbeiten muss und wie ich dann nach der Arbeit so aussehe auf gut Deutsch. Ob ich dann platt bin oder was auch immer. Ich denke mal aber nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie da Bettruhe brauche. Also ich sag jetzt mal ganz grob, am Samstag um 19 bis 20 Uhr. So zwischen 19 und 20 Uhr könnt ihr mit dem Livestream rechnen. Falls am Samstag nicht, dann auf jeden Fall Sonntag. Ich denke mal, dass wir dann vielleicht mal gucken. Vielleicht machen wir mal so einen 8-Stunden-Livestream oder 12-Stunden-Livestream. Ich werde das mal mit ein paar Mannequins absprechen und dann kann man ja mal gucken, was wir da so machen. Wird bestimmt ganz lustig. Ich denke mal, ihr habt da auch Lust drauf. Ihr könnt das ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf sowas Lust hättet. Auf so ein Ultimate Livestream, so 8 Stunden oder 12 Stunden oder so. Ich würde da eigentlich voll mitmachen, also ich hätte da kein Problem mit. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, was ihr da so von haltet. Jetzt müssen wir mal gucken, also das ist hier schon mal irgendwie schon mal eine ganz coole Richtung. Hier ist ein Strauß. Auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ein Ostrich. Wohin führen diese Portale eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren. Falls ihr das wisst, könnt ihr das auch mal gerne bitte in die Kommentare schreiben. Wir laufen einfach mal hier lang. Oh ne, jetzt sagt bloß, hier kommt Wasser. Da unten ist ein Meteor eingekracht, glaube ich. Boah, Bambus? Ich glaube, ich nehme mal Bambus mit. Beziehungsweise Zuckerrohr. Um uns dann hinterher mal Papier zu machen für unser Verzauberungsbereich. Wow. Dann gehen wir einfach mal hier lang weiter. Keine Lust zu schwimmen jetzt. Was tue ich denn gerade? Ja, ich weiß. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen. Boah, wir haben heute aber arg Hunger. So. Und wieder auf Speed sind wir. Wing. Ich werde mich, wenn wir das nächste Haus sind, erstmal ein Diamond Giant Sword machen.
Das hatte ich jetzt auch noch vor, ein paar Level zu farmen, um mir dann endlich mal eine ordentliche Waffe zu machen, zumindest erstmal. Weil so mit den Rüstungen klappt ja im Moment leider nicht so wirklich, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen wäre schon eine Waffe erstmal ein richtiger Schritt. Lol, da ist gerade einfach mal ein Schwein abgefackelt. Auch komisch, dass da Lava rauskommt. Sollen wir das mal aufbuddeln? Natürlich vorsichtig. Natürlich auch geil. Da kommt Lava, hier kommt Feuer. Lava, Wasser. Da sind 2, 4 Diamantensteine mindestens. Könnten wir gleich auch noch vielleicht holen. Hüpp. Hüpp, junger Padawan, hüpp. Oh, scheiß Blätter. Ganz vorsichtig. Scheint wohl einfach nur so ein dummer Zufall zu sein. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon hinter der Lavaspur, ne? Ja. Okay. Dann sollen wir uns die Diamanten holen oder nicht? Ich glaube, das nimmt uns so viel Zeit. Lass uns einfach erstmal weitergehen. Da kommt ein NPC-Dorf. Das wurde aber mit Sicherheit auch schon geräubert. Von unseren lieben Mitspielern. Ich finde das ja echt schade, dass es für das Hexit keine weiteren Texture Packs gibt als das Sparks Texture Pack. Das finde ich ein bisschen blöd. Nehmen wir Kartoffeln mit oder nehmen wir keine Kartoffeln mit? Ich weiß gerade nicht. Wir könnten das ja eigentlich mal alles mitnehmen. Einfach so, um was auf der Tasche zu haben. So viel unterwegs. Schadet nie, weil. Oh lol. Ah ja. Die haben immer Preisvorstellungen, ja, das ist der Hammer. Ist das? Der Hammer schlechthin. Nein, Bohnen sind gefährlich. Oh, da war eine Truhe. Selber. Einfach springen, springen, springen. Ja Leute, oder fragen wir nochmal so, was würdet ihr denn gerne für eine Livestream-Zeit haben? Wann wäre euch das am liebsten? Wann ein Livestream kommt oder wann keiner kommt? Vielleicht habt ihr da auch irgendwelche Wünsche. Ob es eher Abend sein soll? Na gut, vorher geht eigentlich meistens eh nicht, außer vielleicht am Wochenende. Weil wegen Arbeit und so. Aber ansonsten, so am Wochenende, dann könnte man sich darauf einigen, vielleicht auch, dass man das vielleicht nachmittags oder morgens, ja gut, morgens ist natürlich auch ein bisschen blöd, weil man möchte ja dann auch während der, von der Arbeit sich erholen, von der Wochenarbeit. Hust, hust, hust. Und dann, ja, ansonsten, so ab Nachmittag oder was. Oder vielleicht sogar Vormittag. Keine Ahnung, müsst ihr mir mal schreiben. Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Sind wir jetzt schon weit weg von zu Hause? Oh ja, ist schon ein ordentliches Stück. Was natürlich jetzt sehr schön wäre, wenn wir jetzt eine Enderperle finden würden.
So ganz zufällig natürlich, ne? Und dann uns nach Hause porten könnten damit. Danke. Sehe ich genauso. Bams. Zombie. Wo ist ein Zombie? Oh lol, was ist das denn da hinten? Habt ihr das gesehen? Krass, was ist das? Leute, was ist das denn, Alter? Ein Baumhaus oder was? Das Dekoblatt von Zelda? Lol. Ah, guck mal, was das für eine Falle ist. Ihr alten Schweinehunde. Gar nicht mehr so blöd. Überall Fallen versteckt hier in dem Spiel. Ganz schlimm. So, das Loch muss jetzt auch gestopft sein. Oh, ich habe Angst. Leute, ich habe Angst. Wow. Aber cool, ey. Auf jeden Fall geil gemacht. Der nächste, der da sich was freibuddeln will, ist dann leider tot. Ne, cool, also. Das hat mir jetzt gefallen. Also, das ist auf jeden Fall cool gemacht. Gut, dass ich zum Glück mal einmal so schlau war und hab mir auch geguckt. Sonst wären wir jetzt bestimmt wieder öppe gegangen. Also es gibt anscheinend immer, immer, immer wieder was Neues zu entdecken. Zum Beispiel das hier. Lol, was ist das für ein fetter Baum, bitte? Der wird erstmal abgeholzt. Willow-Säbling. Willow-Wood. Ah, geil, grünes Holz. Korrekt. Nehmen wir doch gleich mal mehr mitfahren. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, Leute, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir in diese Richtung nach dem Dunklen? Okay, was ist das da hinten? Und was ist das? Ich würde sagen, das werden wir jetzt erstmal erforschen. Leute, warum liegt hier Fleisch? Es ist komisch hier alles. Alles sehr komisch. Müssen uns beeilen, gleich ist die Folge vorbei. Wow. Aua. Das ist einfach nur ein bisschen wie so ein sinnloses Haus, ne? Leider Gottes. Okay, wann gehen wir mal da hoch zu dem Turm? Was nicht mal so ein richtiger Turm ist, ist eigentlich gut. Den müsste ich mit dem Crap-Items hier eigentlich hinkriegen. Aber nicht so. Aber nicht so. Boah, da hatte ich wieder Luck, ey. Jetzt sind natürlich die ganzen Sachen gesprengt, bestimmt, oder? Ja, klar, wenn ich die Kiste jetzt sitze, passiert nichts.
Scheiße. Aber ich glaube, da war nichts drin als eine Schüssel. Wer hat die Creeper eigentlich erfunden? Ah ne, Leute, hier ist nur Scheiße, Mann. Hier ist ein Sumpfgebiet. Gehen wir vielleicht nochmal eben nach dem Haus da oben. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute mal wieder. Ah, ein Hexenhaus. Ja, cool. Ob da wohl auch ein Hexchen drin ist? Mit Sicherheit nämlich nicht. Gravel. War das nicht irgendwie klar? Ja gut, Leute. Lol, was ist das? Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, das, was sich dort hinten befindet, sehen wir, beziehungsweise ihr und ich auch natürlich, in einem nächsten Part. Wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Ciao.